Also, ich sitze jetzt hier mit dem Herrn Heiko Blair. Hallo erstmal. Ja, danke für das Interview. Jetzt erstmal für Leute, die Sie nicht so kennen, was machen Sie, für was sind Sie bekannt? Naja, also das ist so kurzfristig und schnell gesagt schwer zu sagen. Ich meine, ich arbeite mit Fischen, Pflanzen, mit allem, was im Süß- und Trackwasser vorkommt, mein ganzes Leben lang. Das ist mein Beruf, meine Arbeit, mein Hobby, meine Liebe. Ich habe es geerbt von meiner Mutter und die wiederum von ihrem Vater. Also das ist dritte Generation Aquarium pur. Jetzt sieht man ja hier auch so das ein oder andere Buch liegen. Um was geht es denn in den Büchern? Sind das eher so Geschichten oder sind das Fachbücher oder wie kann ich mir das vorstellen? Also ich habe zwei ganz verschiedene Buchsysteme. Ich meine, ich habe 33 Jahre Zierfischgroßhandel gehabt und habe schon, während ich den Zierfischgroßhandel hatte und 86 Länder mit Zierfischen aus allen Erdteilen geliefert habe, habe ich auch den Verlag aufgebaut. Und der Verlag besteht darin, dass ich Artikel schreibe, Bücher selbst schreibe und publiziere, die alle ausschließlich sich um Süßwasserbiotope handeln. Und das ist für jeden, der Natur liebt, der Gewässer liebt und der Fisch und Pflanzen natürlich liebt. Und ich habe mich spezialisiert darauf, Bücher zu machen, die kein anderer macht, die sicher niemand auch in die Zukunft machen wird. Zum Beispiel habe ich eine Monographie über Diskus verfasst, erst über die Geschichte Amazoniens und Wildfänge. Jemand kann in meinem Band 1 alles über Amazonien lesen, was man sich überhaupt nur denken kann. Ich habe bestimmt in meinem Band 1 mehr über Amazonien geschrieben als jeder andere bis heute. Deshalb hat auch die brasilianische Regierung das selbst übersetzt. Das gibt es auch in Portugiesisch. Und inzwischen sind 13 Sprachen. Und das zweite Band über die Monographie der Diskus ist für jeden Züchter, für jeden Liebhaber, weil das dreht sich da um Nachzuchttiere. Und diese kann man da ganz leicht erfassen. Ich habe 700 Züchter rund um die Welt in 50 Ländern interviewt. Die haben alles preisgegeben. Das ist also ein Dokument, was noch nie in der Form vorher gemacht wurde. Und man kann auch darüber lesen, wie es überhaupt angefangen hat mit der Diskussion in den 30er Jahren bis heute. Das heißt, das kann man sagen, das ist für den Laien genauso gut für den Liebhaber, für den Züchter oder für den Fachmann. Auf der anderen Seite publiziere ich seit genau 20 Jahren eine wissenschaftliche Zeitschrift, die heißt Aqua, International Journal of Ichthyology. Ist wahrscheinlich heute die bekannteste wissenschaftliche Zeitschrift auf dem Gebiet. Kommt viermal im Jahr raus. Immer am 15. Januar, 15. April, 15. Juli und 15. Oktober und wird von allen führenden Ichthyologen und Taxonomen weltweit anerkannt und tragen mit Beiträgen bei. Es ist ganz strikt Peer Review, das heißt, es wird mindestens 3 Experten müssen bestätigen, wenn es eine neue Art ist oder eine biologische Arbeit ist, dass die auch korrekt sind. Sonst wird sie von uns nicht publiziert. Ja, also ich finde, das ist ein sehr weitreichendes Buch, was Sie uns gegeben haben. Jetzt hätte ich aber noch eine Frage. Sie sind ja viel rumgekommen schon auf der Welt. Was war denn so das Verrückteste, was Sie erlebt haben? Ich habe jetzt Aquatische Habitat in 207 Ländern untersucht und mache immer noch jedes Jahr fast mehr als früher Expeditionen. Das Verrückteste ist sehr schwer zu sagen. Jede Expedition, jede Reise. Ich publiziere zum Beispiel in dieser Zeitschrift hier, das ist eine jährliche Ausgabe, immer meine Resultate von dem Jahr davor von Amazonien. Weil ich jedes Jahr nach wie vor 2, 3 Expeditionen nach Amazonien mache, in Gebiete, wo noch nie jemand war, und kann dadurch Sachen publizieren, die es überhaupt nirgends sonst so gibt. Und da entdecke ich natürlich jedes Mal interessante neue Sachen, gerade weil ich so weit vordränge und dahin vordränge, wo niemand anders geht. Und deswegen sind das jedes Mal einmalige Erlebnisse. Ich nehme auch ab und zu 1, 2, 3 maximal Personen mit und die erleben dann auch, dass wir sie nirgends sehen, kein Film oder Fernsehen.
oder sonst wo. Also ich kann sehr schwer sagen, was einmalig ist. Ich kann höchstens sagen, dass es mir geglückt ist, den ersten Süßwasserseegefisch der Welt zu finden. Das ja, das habe ich nämlich gedacht, dass wir vielleicht irgendwie in einer anderen Ebene stehen. Das war natürlich ein einmaliges Erlebnis, aber das sind bis morgen. Tausende von anderen Fischen, die ich gefunden oder entdeckt habe, ja, oder ja, wiederentdeckt habe. Jedes Mal ist das für mich ein besonderes Erlebnis. Das ist sehr schwer zu sagen. Was jetzt ganz besonders war, ja, für mich ist jede Reise besonders und ich sehe immer wieder und freue mich drauf schon. Ich habe jetzt noch 6, 7, 8 Expeditionen dieses Jahr vor mir. Jede einzelne plane ich bis ins letzte Mal. Super. Also, auf jeden Fall vielseitig, weitreichend, besonders anders als die anderen, würde ich sagen. Mit diesen Worten danke ich für das Interview. Es war eine große Ehre. Noch viel Spaß auf der Messe. Gerne geschehen. Danke.